hier vor der Tür. Die Kinder sind alle ready. Seid ihr alle fertig jetzt? Ja! Alle haben ein Osternestchen. So. Schnell! Schnell, 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 schnell. So, jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr eure Osternester finden. Sehr gut, Luisa. Oh, eine Maus. Das ist ein Hase, Baby. Hase. Wer ist denn der Hase? Ja. Gut, dass wir es haben. Das ist für die Lara. Was ist das? Ein Armband. Ein Armband, wow. Geh mal weiter. Ah, was hast du hier? Ein Puzzle. Ein Tausend-Puzzle-Spiel. Patrick schon gefunden? Ja? Lara, du musst hier im Baum sein. Im Baum muss ich sein. Der Patti sucht nach einer großen Tischtennisplatte, die er nicht findet. Okay, ich nehme eine. Ist das geschmolzen? Vegan. Es ist vegan, oder? Richtig vegan. Mama? Ja? Ich gebe dir Patrick das da. Oh, sie teilt mit dir, Patrick. Schau mal da. Sie hat gesagt, ich gebe dem Patrick das da und das. Ich habe auch was gefunden. Oh. Was hast du gefunden? Was? Muss der Papa tragen. Das hat die Luisa? Oh, das ist... Ich gebe erstmal einen Tisch. Wow! Auch für dich? Ja. Mhm. Klara, schau mal den Baum. Oh, was ist das denn? Eine Barbie! Wow! Die Luisa von hier. Nein, was du kommst wieder. Die Luisa will sich. Ja. Die Luisa ganz. Die Luisa. Oh, die Luisa freut sich mehr über diese Schokodinger, gell? Ja. Wow, Luisa. Oh, yay. Die Luisa will einfach alle. Oh, yay. Oh, oh mein Gott. Luisa hat gar nicht mehr Platz in ihrem. Ja, Luisa, ich habe was für dich gefunden. Ja, gefunden. Ja, gefunden. Oh, Dreus, ist das cool? Eine Nestschaukel, wow! Ich hab die Lilly auch. Echt? Was? Wir sind fertig, oder? Suchen wir noch. Ich habe mit der Hochstase noch nicht. Ich muss aber mein Geschenk hinstellen. Ja. Dann soll ich meine suchen. Weiß ich nicht. Im Wald vielleicht? Probier mal dein Glück. Oh. Ein guter Osterhase. Der Osterhase ist ein guter Osterhase. Oh Lara, du machst mich fertig. Die Luisa ist so happy, Baby. Oder Baba? Die Luisa ist so happy, Baby. Komm, Mama, komm mit meiner Schokolade. Bitteschön. Na, die Schokolade tut sie da mal weg. Oder lass die Luisa, Lara, wer kann sie mitnehmen, die Schokolade hier? Die Spielsachen durch daher. Luisa, komm! Ich habe nur blau. Da, das ist Wasser. Das ist Wasser reingefüllt, Alter. Das färbt sich nur die Matte hier in eine Farbe und das färbt sich nur blau, ja. Weil drunter ist halt irgendwas Blaues. Wow, Luisa. Lara möchte jetzt, dass du das erklärst. Was denn? Die Lara hat sich ein pinkes Ei gewählt. Hätte ich, glaube ich, wetten können. Warum hast du pink genommen? Du auch pink? Pink ist meine liebste Farbe. Pink ist deine liebste Farbe? Das wusste ich. Was willst du? Was willst du? Ich mag Kaka essen. Hast du das vom Osterhasen bekommen? Hasi. Nein, da gibt man einen Süß dran. Das ja? Kaki. Na, sie hat es gesehen, wie es da rausgeholt hat. Aber die Luisa mag fahren, hat sie gesagt. Darf ich helfe dir gleich, okay? Aber halt du. Ist das cool? Luisa? Ja. Gehen wir dann Roller fahren später? Ja! Cool. Ja, Papa.
Ja, ich schau mal das später, ne? Macht der Papa das gut? Ja. Kriegt der Papa einen Kuss? Ja, so gut macht der Papa nicht. Luisa, kriegt der Papa einen Kuss dafür? Wieder? Papa, oh, sehr gut. Richtig gut zusammengebaut. Safety first, hätte ich gesagt. Meint der Papa gut? Nein. Der Papa hat den Roller aufgebaut von der Luisa. Und er hat jetzt den Roller von der Lara rausgeholt aus dem Geräteschuppen. Das gehört der Lara, ja. Und dann fahren die jetzt eine Runde. Hallo! Ja, hi! Hi! Kannst du das? Ja! Super! Du kannst mit Papa fahren? Super, Lara! Die Hunde flippen einfach aus. Tschüss! Wir sortieren jetzt mal. Nicht wie die Blöden. Wir sortieren mal wie die Gescheiten. Da ist ja nichts. Da ist ja nichts. Ich hatte mal ein Kind, ich habe gerade der Michelle erzählt, ein China, also ein, so ein Tokio, von so einer lebendigen Straße. Das habe ich auch nie geschafft, auch mit 1000 Stück. Hast du die Geduld zum Puzzlen, Papa? Ja. Kommt drauf an, mit wem ich den Puzzle mache. Papa, es sieht nur auf Attacke aus. Hast du die Geduld gehabt? Aber die Geduld gemacht. Wie die oder der Geduld? Die Geduld. Der Geduld. Das ist eine Worte. Wenn die Kinder dich auslachen, gell? Mittlerweile hat sich auch der Patrick zu uns gesellt mit seinem 3D-Puzzle. Das ist ein bisschen tricky, das muss man nämlich nach Zahlen zusammenbauen, weil es ja eigentlich 93. Eh einfacher ist, weil wenn man es so aufbauen würde, wäre es wahrscheinlich mega schwierig. 93 und das ist, ich glaube, die Zahlen gehen bis 400, oder? Was war das Höchste, was du gesehen hast? Da steht 530. 530, schau, 83. 510 habe ich. 83 geht auch noch? Schaut mal, der Papa hat die Nestschaukel. War das schwer zum Zusammenbauen? Was? Ich kann das Grüne berühren. Ich kann das Grüne berühren. Hi! Ich kann das Grüne berühren. Ah ja! Ist das schön mit der Nestschaukel? Hey, Baba! Soll der Baba blöde Popoklatschen machen? Aha. Hüpsi! Hey, Baba! Ist das schön? Schlag ein! Tisch, tisch! Hand! Bauch! Ich habe jetzt Schüsseln von drinnen gebracht. Ich habe mir gedacht, ich sortiere jetzt die 100 da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Hier kommen die 100 rein. 94, 92, 200. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind auch ganz 200. Also 1, 2, 3, 4, 5. 4. Also, was? 1, 2, 3, 4, 5. Immer so, so runter. 1. Ja, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Besser. Das ist 3. 1, 2. 4. Wie ist das 4 jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Wir wollen gleich auch diskutieren. Das Sporen hat sie. Ich habe 88 gefunden. Ich bin mittlerweile im Haus mit der kleinen Luisa, die hier ein bisschen iPad schaut, während die Mama nämlich einen Oreo Cheesecake backt. Ja, ich habe hier, kann ich euch mal schnell zeigen, Magertopfen bzw. Magerquark für die Deutschen. Dann Frischkäse, Philadelphia. 3 Eier, ein bisschen Butter, Zucker, Mehl und Vanillezucker brauche ich auch noch. Stand was von 2 Pakete. Ich glaube, das ist da oben. Ja. 2 Päckchen. Ich habe das Rezept hier. Ich werde es euch auch verlinken, falls ihr das auch mal machen wollt. Angeblich soll er danach so ausschauen. Von chefkoch.de. Ja. Ich habe den, glaube ich, schon mal gemacht. Also dieses Rezept, aber so einen ähnlichen, und der schmeckt super, super lecker. Und ja, ich werde euch ein bisschen mitnehmen und zeigen, wie ich das Ganze mache. Ist auf jeden Fall super einfach. We'll be right back.
diese Kugel ist im Ofen und ich gehe jetzt wieder raus. Weil er braucht 40 bis 50 Minuten. Hey, der Beef ist auch hier. Hallo, Beef. Bei mir dauert es lange. Hast du schon was geschafft weiter? Ja, schon. Oh, hast du das eine Teil gefunden, was da gefehlt hat? Ja, so. Sehr schön. Und bei dir, Patrick? Ist ja bald fertig. Bist du bei 400? Ja. Aber fehlt dir ein Teil? Jetzt bin ich ja bei der Kreativreihe. Bei der was? Da könnte was bringen. So. Aber das sind ja noch genug, die 500er und die 400er, oder? Und der Papa ist brav am Video schneiden. Wie läuft's? Nicht schlecht. Hallo! Ich muss Mamas Kuchen präsentieren. Ich hoffe, das schmeckt genauso wie aussieht. Tada! Oreo Käsekuchen. Ich kann das nicht sprechen. Oreo Käsekuchen. Ich hab's ausgesprochen. Aber du musst Cheesecake sagen. Cheesecake Kuchen. Hat die Mama gemacht. Du kannst mit Papas Bart glätten. Wo, hier? Du? Der Papas Haare sind zu kurz. So, jetzt will ich aber ein Stück Kuchen, Papa. Kuchen. Hallöchen, meine Lieben. Wir haben schon den nächsten Tag. Nicht wundern. Mir ging es gestern am Abend nicht so gut. Ich weiß nicht, ich hatte so starke Kopfschmerzen und ich fühlte mich sehr, sehr schwach. Ich habe jetzt nicht gewusst, was los ist. Zuerst so, Corona. Der erste Gedanke jetzt, den man hat, irgendwie Corona. Nein, aber ich glaube, ich hatte einen leichten Sonnenstich, weil der Papa hatte auch Kopfschmerzen und die Sonne war gestern, beziehungsweise im Vlog, schon ziemlich krass und ja. Deswegen, glaube ich, hatte ich einen leichten Sonnenstich. Mir ging es wirklich nicht gut. Wir sind dann auch relativ früh eingeschlafen. Und jetzt habe ich die Kamera hier im Büro gefunden und mir gedacht, schau mal rein, vielleicht hat der Papa irgendwas, also Tschüss gesagt. Hat er nicht, den hat er auch vergessen. Und ja, deswegen wollte ich mich noch bei euch fürs Zuschauen bedanken. Und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Also, tschüss, bis dann.